Yo, ladies and gents. Wir beginnen heute mal mit dem ersten Map Guide. Und Punkt Nummer 1, wenn ihr quasi Auto oder zumindest reingejoint seid und ihr wisst nicht, welches Team ihr seid, also ich meine, von dem wir gerade angezogen seid, schaut einfach darauf, wir sind auf der Ghost-Seite. Das ist kein interaktives Feld, aber wenn ihr gleich mal sagen, okay, ich starte hier, wo gehen wir lang? Es gibt mehrere Optionen. Part Nummer 1, ihr klettert hier rauf, ist wahrscheinlich ziemlich die beste Variante. Ja, um zu Beginn eine gute Position bzw. ein gutes Blickfeld auf die Gegner zu erhaschen. Ihr seht hier schon, ich habe hier Überblick über die ganze Map. Hier wird höchstwahrscheinlich am Anfang innerhalb der ersten 10, 15, 20 Sekunden keiner kommen. Aber dafür eventuell hier einer und rechts, links und hier. Weil die Gegner spawnen genau hier hinter diesem Haus. Also wenn ihr zum Beispiel Sniper seid, ein Snipergewehr habt, könnt ihr hier durchsnipen und die Gegner zumindest eine Person wegholen. Weil ihr habt hier ein super Cover. Und ihr könnt auch schauen, wenn hier einer kommt, ihr seid wirklich ziemlich geschützt. So, eine andere Variante, die ihr machen könnt, wenn ihr quasi ins Game reinjoint, ihr seht hier diesen Punkt, ihr bekommt ein gratis Care Package, wenn ihr hergeht. Es gibt hier zwei Varianten, entweder ihr werft C4 und explodiert, aber das nehme ich jetzt nicht, das brauche ich nachher noch, oder ihr geht her. Manche Leute haben Angst und gehen weg, weil es C4 ist, aber ich zeige es euch, auf der anderen Seite haben wir nämlich nochmal sowas. Ihr könnt direkt davor stehen bleiben und es wird euch nichts passieren. Also, ja, bam. Und hier haben wir ein gratis Care Package. Könnt ihr dann auspacken, weil diese Tür ist dann normalerweise noch zu, wenn ihr von der Seite kommt. Je nachdem, von welcher Seite ihr im Kommenden spawnt, könnt ihr auch hier reingehen und habt ihr ziemlich Schutz. Habt ihr eine gratis Ballistikweste? Ich meine, es sind nicht immer nur Ballistikwesten, aber im Großen und Ganzen habt ihr immer einen Vorteil dagegen. Ja, einfach Vorteil. So, nächster Punkt seht ihr schon dieses schöne Dings hier. Da können wir jetzt zwei, haben wir jetzt zwei Varianten. Entweder, hoppala, falsch. Okay, au, au, nein, bang for the win. Könnt ihr dieses Garagendings, diese Gasstation komplett downschießen und habt hier eine schöne Deckung auf die Gegnerseite, weil hier spawnen sie zum Beispiel, wenn ihr das gleich von Anfang an macht, ginge das. Andererseits könnt ihr auch einen Gegner down, also ja quasi das ganze Ding so auf den Schädel fliegen lassen, weil wenn man hier drunter steht, geht man. Ja, wird man down geschossen und wird man töt gemacht. Schauen hier, gell, so Benzinpreise, was sind denn das? Ich hoffe nicht, das sind 400 Euro, echt, oder Dollar. So, nächster Part, ihr könnt hier raufklettern und habt, ja, vorerst mal nichts. Das Einzige, was ihr tun könnt, ist, ihr könnt hierher gehen und hier um die Ecke schauen, weil die automatische Funktion ist ja da. Hier spawnen die Gegner, je nachdem, wie schnell ihr seid, könnt ihr hier gut reinballern. Der einzige Nachteil ist, ihr seid nach links nicht geschützt. Für das könnt ihr eventuell hier hingehen, also gleiches wie vorher, es ist auch komplett egal, wie nah ihr stehen bleibt, ihr braucht nicht ein eigenes C4 dabei, das wird automatisch ausgerüstet bzw. habt ihr dabei und dann habt ihr hier einen Punkt frei, der meiner Meinung nach eher nur für die Seite geeignet ist bzw. für links hinten, also eher für den späteren Verlauf der Map. Würde ich am Anfang noch nicht machen, am Anfang würde ich eher hier schauen, dass ich die Gegner weghole oder sagen wir mal hier aufstoße, weil wir haben hier zwei Sachen. Ja, und hier kann man echt, ich meine, das ist der beste Spot hier, richtig Headglitchen. Ihr könnt auch hier nach drüben, aber ihr seht hier natürlich, gibt es ziemlich viel, wenig Sicht. Also hier könnt ihr die Gegner von hier wegholen und das passt. Ihr müsst allerdings aufpassen, dass hier keine Gegner raufkommen. Ich habe dafür, jetzt, ich weiß nicht, ob ich es ausgerüstet habe, aber diese Annäherungsgranate, die explodiert. Ja, hier haben wir es. Ihr seht es hier unten bei Primärausrüstung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt das Ding. Ich rüste mal aus. Auf jeden Fall ist das sehr interessant, so wie Claymore, ja, so Claymore-artig. Und ich meine, ich bin dadurch nur gestorben. Also ich habe noch keine einzige Sache davon überlebt. Weil ich meine, das ist Bullshit einfach. Ja, andererseits könnte natürlich auch hier rauf gehen. Aber ich meine, seien wir uns ehrlich, kann man blöder sterben, beziehungsweise blöder sein als hier rauf gehen? Weil ich meine, ihr könnt zwar überall hinschauen, ja, aber ich meine, komm, Alter. Das ist Selbstmord. Ernsthaft. Dann können wir hier raufklettern, um hier rüber zu sprinten. Also hopp. Auf jeden Fall, es geht. Ich will jetzt nicht zu lange Zeit damit verschwenden, wenn ihr von hier rüber springen wollt. Das ist nicht möglich. Geht einfach nicht. Hab's schon öfter ausprobiert. Geht nicht. Ja, dann nächster Part. Wenn ihr zum Beispiel da drüben spawnt, auf der Seite, wo wir gerade als Ghost gespawnt sind, ja, könnt ihr hier in den Stripclub reingehen. Nicht um ein paar Mädels auf den Hintern zu klopfen. Nein. Also, genau. Hier noch kurz. Wenn ihr spawnt, und könnt ihr hier natürlich auch ein bisschen seitlich flankieren, weil die verstecken sich immer hinter diesem LKW hier. Ist eventuell zu Beginn ganz interessant, um hier die Gegner wegzuholen. Ist aber natürlich auch gefährlich. So, ihr seht hier Stripclub. Hier ganz gefährlich, auch zum Care Package holen, eventuell ganz interessant.
genug Platz. Andererseits, was sehr interessant ist auf diesem Part, je nachdem wie schnell ihr seid, beziehungsweise wie weit ihr im Game seid, wäre es auch interessant hier ein bisschen aufzuräumen. Hier könnt ihr nur eigentlich quasi in den Spawn reinballern. Müsst ihr aufpassen, wo die Gegner gerade sind oder wo eure Teammates sind. Aktuell sind noch die Spawns ein bisschen im Arsch. Aber ja, wie schon gesagt, das wird es auf jeden Fall noch geben. Ihr könnt hier, wenn ihr hier spawnt, ihr seht hier, hier oben ist man. Und wenn da jemand steht und ihr quasi da gerade rausläuft und er auf euch zieht, ihr seid down, dann könnt ihr nichts dagegen machen. Wenn ihr allerdings auf der Seite spawnt, könnt ihr hier versuchen, den Camper, wenn da jemand campt, hier wegzuholen. Andererseits ist es hier gefährlich, weil hier die Gegner recht gerne flankieren. Hier kann man auch noch die ersten Leute, die rüberlaufen, abschießen. Hier allerdings könnt ihr euer Care Package noch holen. Und ihr seht hier, wenn man hier ganz an die Nähe, wenn man hier zum Beispiel kommt und sich denkt, da oben campt sicher wieder wer, könnt ihr hier einen schönen Headglitcher-Spot und er wird euch, wow, jetzt hätte ich gedacht, das explodiert gleich, habt ihr einen schönen Headglitcher-Spot und der Gegner hat wenig Chance. Hier ist sehr viel Action, wo wir gerade herumlaufen. Hier kann man auch wieder nach oben. Ja, ist immer ganz gefährlich. Hier kann man wieder Care Packages raushauen. Meiner Meinung nach, ja, immer gefährlich mit Care Packages. Hier auch rauf. Ich meine, ein bisschen defensiv kann man natürlich spielen, wenn man jetzt weiß, okay, da kommt jetzt einer. Oder im ersten, wenn man jetzt quasi spawnt, könnte man hier aufpassen, dass die Gegner reinkommen und man kann sie leichter wegholen. Also diese Räume sind hauptsächlich heraus und geht die Action ab. Aber dieser Raum hier ist meiner Meinung nach immer ein Raum, wo ihr jederzeit einen Gegner findet. Nicht dieser Raum. Na? Ich bin jetzt falsch gelaufen. Dieser Raum hier meine ich. Da ist eigentlich sehr oft ein Gegner, beziehungsweise wenn ihr zumindest 2 Sekunden wartet, ja, habt ihr einen Gegner. Hier kann man sich gut verstecken und nachladen. Also bitte nicht campen. Es gibt immer solche Corner, wo man echt sagen kann, okay, das könnte interessant werden. Hier drinnen zum Beispiel, wenn ihr jetzt mal einen Killstreak heraus habt, den ihr steuern müsst. Ja, es gibt leider in Ghost sehr viel Camper-Spots. Positiv, negativ. Ja, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ihr könnt auch hier Headglitchen, beziehungsweise hinter den Sandsegment hier quasi die Gegner spawnen. Im Prone-Modus, also quasi so, könnt ihr zwar auch immer weiter vorkrabbeln, aber ja, sagen wir mal so, es ist immer so, wenn ihr anzielt und herumläuft, ist es immer besser. Besonders in Crank könnt ihr mit Anziehen sehr schnell laufen. Aber ja, schon wie schon gesagt, das war eigentlich jetzt alles. Ich glaube, ich habe jetzt ziemlich alles abgedeckt, was ich abdecken wollte. Genau, hier noch. Könnt ihr jederzeit reinhüpfen, gleich zu Beginn, um hier hinten die Gegner durchzulaufen, um die Gegner zu flankieren. Und down geht's mit den Gegnern. Ich gönne mir jetzt noch einen kleinen, ja, Table Dance und ich schaue, wie schöner Table Dancer ich bin. Ich gehe um die Stange. In dem Sinn, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von dem Map Guide, beziehungsweise habt ihr noch eventuell Spots, die ich jetzt noch nicht gecovert habe, wie die englischsprachigen Kommentatoren immer sagen. Aber in dem Sinn, see you ladies and gentlemen. Bye.